Es ist soweit. Die Vitamin D-Lager können nun aufgefüllt werden. Die sind ja quasi leer. Wir pfeifen alle auf dem letzten Loch, was das betrifft, aber sie ist wieder da. Unsere Sonne verwöhnt uns heute von früh bis spät. Und das Gute, auch am Wochenende wird sie da sein. Ein neues Hoch, ein Sonnenscheinhoch quasi, baut sich über Mitteleuropa auf und wird die Tiefs und alles von uns fernhalten und uns die Sonne bringen. Bis das allerdings dann soweit ist, wir müssen doch mal stark sein. Morgen und übermorgen werden nicht ganz so tolle Wettertage. Plant das also ein. Gucken wir einmal zurück in das letzte Jahr, in den Februar 2021. Da gab es ja vor allem am Ende viel Sonnenschein. Die Sonnenscheindauer im Prozent bundesweit lag bei 147,30 verglichen mit dem Klimamittel. Gehen wir mal großen Kneten, Niedersachsen mit 131,9%, in Düsseldorf waren es 139,2%, in Meppen, in Emsland 133,6%, in Essen im Ruhrgebiet waren es 148,4%, in Nienburg 158,2% und in Warburg 162,5%. Davon konnten wir bis jetzt nur träumen. Das aktuelle Jahr. Grau, einfach nur grau. Vor allem im Norden viel zu wenig, auch im Westen fast gar nicht daran zu denken mit Sonne. Der Süden und der Südwesten vor allem, die hatten schon reichlich Sonnenschein in diesem Monat, aber fast bundesweit einfach viel zu wenig bis jetzt. Aber das ändert sich. Die Sonnenscheinstunden werden nun in die Höhe schießen, denn das Hoch Jannis baut sich auf heute. Das ist im Prinzip ein Zwischenhoch. Warum Zwischenhoch? Es liegt quasi kurz genau zwischen Antonia und Bibi. Und die gute Bibi, die kommt dann morgen wieder reingezogen und bringt uns dann mal 2 Tage echt kein schönes Wetter, bis dann das nächste Hoch kommt. Das gucken wir uns gleich an. Aber Jannis ist heute da und bringt vor allem, man sieht das hier nochmal so ein bisschen, diese feuchtere Meeresluft, vor allem in den äußersten Norden. Auch das werden wir merken, denn von der Nordsee her sind noch dichtere Wolkenfelder übers Wesergebiet, über die Elbe bis in die Lüneburger Heide unterwegs. Die werden auch den ganzen Tag da mehr oder weniger bleiben. Unterm Strich ist es aber auch in der nördlichen Hälfte Niedersachsens im Vergleich zu den letzten Tagen richtig freundlich. Noch freundlicher ist es vom Emsland runter in die Eifel. Da ist es heute Vormittag schon richtig sonnig. Auch am Nachmittag sind da richtig viele sonnige Momente mit dabei. Es sind noch ein paar mehr Wolken aufgekommen am Nachmittag, so vom Aachener Raum schieben die sich dann rein, auch Richtung Rheinland hoch und Richtung Ruhrgebiet. Und zum Abend verdichten sich dann eben im äußersten Westen und Südwesten die Wolken. Dann haben wir den meisten Sonnenschein vom Sauerland über Ostwestfalen hoch Richtung Hannover und Harz. Der Wind ist eigentlich fast kein Thema mehr. Lediglich so Richtung Nordsee ist er noch mal etwas kräftiger unterwegs. Da haben wir noch mal so Böen zwischendurch von 40 bis 50 Kilometer pro Stunde. Sonst meist nur schwach bis mäßige 30 bis 40 Kilometer pro Stunde aus Südwesten meistens das Ganze. Die Temperaturen dazu schon mal wieder recht mild mit bis zu 13 Grad direkt am Rhein in Köln beispielsweise. Auch im Ruhrgebiet können bis zu 12 Grad erreicht werden. Sonst dümpeln wir meist so zwischen 9 und 10 Grad rum. In den Mittelgebirgen sind es 4 bis 6, auf den Inseln sind es 3. Ja. Und dann kommt schon der nächste schlechte Teil des Wetterberichtes, Donnerstag und Freitag. Es kommt ein neues Tief rangezogen, eben Bibi. Und das hat auf der Vorderseite, das beschäftigt uns eben morgen am Donnerstag, schon die erste Front mit dabei. Und am Freitag rückt dann die Rückseite von Bibi nach mit einer neuen Kaltfront und Höhenkaltluft. Und das wird dann so richtiges Aprilwetter werden. Aber das neue Hoch fürs Wochenende liegt eben schon in den Startlöchern. Und darauf können wir uns freuen, wenn wir uns mal kurz angucken, was in 1500 Metern dann eben am Donnerstag und Freitag, man sieht richtig hier die Höhenkaltluft, hier ist Deutschland, wird mehr oder weniger davon geflutet. Das heißt, wir haben es wieder mit diesen vertikalen Temperaturunterschieden zu tun. Unten ist es wärmer, oben ist es kälter. Die Luft steigt auf, bildet Schauer, Gewitter, Graupel, richtiges Aprilwetter eben. In der Nacht macht sich das auch schon bemerkbar. Es zieht sich merklich zu, vor allem so von NRW hoch Richtung Hannover. Dann haben wir es quasi im Norden noch mal mehr aufgelockert. Hier dann auch deutlich kühler, meistens nur so zwischen 1 und 2 Grad. Unter den Wolken bleibt es etwas milder mit 3 bis 5, teilweise sogar 6 Grad am Rhein. Ja, und dann kommt der Donnerstag. Ziemlich ungemütlich das Ganze. Es schiebt sich eben das Regenband rein von Westen und Nordwesten. Es ist wieder nass, teilweise auch ziemlich kräftig nass. Bis zum Abend erreicht dann der Regen
auch den östlichen Teil Niedersachsens, in den Mittelgebirgen geht das Ganze dann auch mehr und mehr in Graupelschauer über oder auch in Schneeregen und Schnee nach Nordwesten hin zum Abend, die ersten Auflockerungen wieder mit dabei und der Wind frischt auf, vor allem mit Reinzug oder mit Reinkommen der Front geht er dann auf westliche Richtungen über. Es sind dann vereinzelt, vor allem in den höheren Lagen, auch wieder Sturmböen mit dabei. Die Temperaturen vor der Front nochmal recht mild mit bis zu 10 Grad. Dahinter geht es dann deutlich runter auf nur noch so 5, 6 Grad. Zum Abend sind es dann auch nur noch 3 bis 5 Grad. Ist also nicht mehr ganz so toll. Ziemlich ungemütlich. Der Regenschirm ist wieder mit dabei. Die Jacke muss wieder mit dabei sein, vor allem die Regenjacke. Es wird nämlich ziemlich nass sein. Der Freitag dann peu à peu besser, vor allem dann zum Spätnachmittag von Nordwesten her. Im Vorfeld allerdings Graupelschauer, Regenschauer mit Gewitter, ruppiger Wind aus nordwestlichen Richtungen, der sich auch noch richtig fies kalt anfühlen kann. Und vor allem in den Schauern und Gewittern dann auch noch vereinzelt wieder Sturmböen mit dabei. Die Temperaturen allgemein etwas runtergegangen, sind dann nur noch so bei maximal 8 Grad am Niederrhein, sonst so 5 bis 6 in den Mittelgebirgen gibt es dann leichten Frost oder stellenweise nur leichte Plusgrade. So, nun zu den guten Aussichten. Das Wochenende, es baut sich ein Hoch auf eben über Mitteleuropa und das lenkt im Prinzip Luftmasse aus dem Südwesten und Süden zu uns und blockt gleichzeitig diese Tiefs. Denn das sind auch wieder so kleine Randtiefs, so Schnellläufertiefs, wie wir sie letzte Woche hatten, die uns wohl wieder Sturm gebracht hätten, wenn das Hoch sich nicht dagegen stellen würde. Also wir dürfen diesem Hoch zu verdanken haben, dass wir nicht wieder mit solchen Sturmserien hier uns vergnügen müssen in der nächsten Woche. Im Gegenteil, es wird richtig freundlich. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe unter diesem Hoch weiterhin allerdings kalt. Und das bedeutet eben halt auch sehr frostige Nächte. Wenn wir mal in die Nacht auf Samstag gucken, es ist verbreitet eben deutlich abgekühlt. Ist ja auch kein Wunder. Unter so einem Hoch, der Wind ist schwach, die Kaltluft bleibt liegen, dementsprechend bei klarem Himmel. Teils schon mäßiger Frost, vor allem in den Mittelgebirgen, aber auch im Flachland 0 bis minus 3 Grad durchaus mit dabei und auch in der Nacht auf Sonntag wird nochmal eins draufgelegt. Die Luftmasse unter dem Hoch kommt noch mehr zur Ruhe, verbreitet teils mäßiger Frost in den Mittelgebirgen über Schnee, auch mal zweistellig im Flachland, meist um minus 1 bis minus 4 Grad. Ist eben kalt, aber dafür auch super sonnig. Gucken wir uns das Ganze an. Am Samstag mit noch ein paar mehr Wolken dabei, bei 4 bis 9 Grad bundesweit und am Sonntag bei 5 bis 9 Grad mit deutlich weniger Wolken. Wirklich absolutes Sonnenscheinwochenende für alle. Kein Wind, kein Regen, kein gar nichts, einfach nur Sonnenschein. Gehen wir dann nochmal auf die Trends für die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Hier am Beispiel Köln für die nächsten 15 Tage. Im Prinzip, es tut sich nicht viel. Wir haben es nicht mit so ganz warmen Temperaturen zu tun, trotz Sonnenschein. Die 15 Grad werden im Prinzip von keinem Modell angerissen. Aber knapp die 10 Grad werden erreicht. Und wenn wir dann mal so windgeschützte Ecken haben, wo die Sonne rein kann, dann kann es durchaus mal sein, dass die Temperaturen so auf 13, 14, vielleicht sogar 15 Grad hochgehen. Wie gesagt, da, wo kaum Wind hinkommt. Es bleibt trocken, Regen fällt auch wohl in der nächsten Woche erst einmal keiner. Das heißt, auch Karneval ist dann eben super sonnig, wenn man es denn feiern könnte. Und eben meist trocken, erst so nach hinten raus, so ab dem 5. bis 7. März, deutet sich so ein bisschen Niederschlag an. Das können mal einzelne Schauer sein, ist nicht der Rede wert.